Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei meiner Reise hier auf der Insel zwischen Mutanten und Kannibalen in Sons of the Forest. Ich habe da hinten, wie ihr seht, mal so eine Wand aufgebaut und dann versucht, hier so eine Seil drüber zu ziehen. Und irgendwie, das klappt nicht so ganz. Das klappt so gerade da bis zum Entenschleim da, dem da vorne, hier jetzt mittig vom Bildschirm. Und weiter kommt das Seil nicht, ne? Also wenn ihr hier noch eine Idee habt, wie man da eine Brücke rüberkriegt, ich habe das Gefühl, ich müsste dann da an der etwas engeren Stelle bauen, dass es hier einfach zu breit ist. Schade, dass meine Idee dann da so verloren geht, ne? Wäre blöd, aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wäre cool. Da würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal so eine Viertelstunde rum hier an der Verteidigungsmall weiter. Und danach machen wir uns nochmal auf. Ich habe nämlich die Gitarre vergessen. Hat man mir gesagt in den Kommentaren der Schawumbas, dass da noch eine Gitarre nicht auf dem Tresen lag, sondern nicht bei dem Typen in der Fresse war, sondern auf dem Tresen liegt noch eine Gitarre. Deswegen würde ich da nochmal ins Fitnessstudio gehen wollen und gucken, ob ich an die Gitarre komme. Wollte da sowieso noch mal hin, wegen neuer Pfeile drucken und so. Also, ja, eigentlich wollte ich an einen anderen Drucker gehen. Hab mir gedacht, ich nehme den Drucker hier vorne, bei dem Futtersaal. So, na, ein bisschen Müll sind wir noch, ne? Na, bis hierhin ungefähr müssten wir schon. Okay. Da sind die Holzstämme auch schon weg. Ich glaube, eine Viertelstunde weit kommen wir gar nicht. Ich habe nämlich keine neuen jetzt voraus geschafft. Heute etwas weniger Zeit zur Verfügung. Deswegen machen wir auch die Wall hier zusammen. Dann versuche ich aber für die nächste Folge oben den Dachbereich komplett fertig zu kriegen. Obwohl eigentlich ist das Bauen mit euch ja eigentlich auch ganz angenehm, ne? Ist schön entspannt und gemütlich, kein Stress, keine Hektik, ist doch eigentlich auch fein, ne? Deswegen würde ich auch, bin ich ja überlegt, ob wir nicht einfach zusammen darüber laufen. Ist ja jetzt auch nicht so weit, weil die Bäume sind gleich weg. War da nicht gerade einer gelaufen? Doch, siehst du da. Ist das nicht so ein Kantentier? Jetzt ist er weg. Ne, da ist er. Sind aber so Mutanten, ne? Diese komischen. Ach, nun geht dann wieder los, du. Aber die sind eigentlich recht einfach zu machen, wenn man sie einzeln gepult bekommt. Das ging easy. Easy going. So. Ja, guck mal. Wir gehen uns hier nicht lange auf den Sender, ne? Das ist doch fein. Oh, der war drüber. Der war voll drüber. Ey, renn noch nicht weg. Jetzt tot oder nicht? Nee, aber jetzt. So, nun ist gut. Und da waren es nur noch zwei. Und wir haben wieder Rüstung. Ist doch auch schön. Ach, scheiße, da ist auch frei. Au, du Arsch.
Hey, beweg dich nicht. Aha. Boah, das war knapp, ey. Wer du Feige, Radio, du. Scheiße. So, dann nehmen wir dich auch noch, wa? So. Ja, guck mal, wie schnell das geht. So, dann haben wir das auch noch schön drin, ein bisschen Action. Ja, mit dem Bogen jetzt, mit diesem Compound-Bogen bin ich echt glücklich und zufrieden, ey. Ohne Scheiß. Der ist richtig cool, ne? Aber nicht mit Steinfallen. Mit Steinfallen ist das ein ganz anderes Gefühl, ey. Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, weil so ein moderner Bogen mit so billigen Steinfallen, das kann ja nicht funktionieren, ne? Dies kann's ja nicht tun. So. Ja, vom Feinsten. Die sind wirklich easy, ne? Ja. Aber auch so ein Grund. Oh. Ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? All die Klappe, ehrlich. Ah, schießt das Baby tot. Es. Scheiß Dinger, ey. Ja, komm her, du Scheißviech. Schade. Meine Fresse, ey. Ach, da sind es wieder Tausende, ne? Ey, aua. Ist ja meine Rüstung in Frieden, du. Scheißviech. Da noch irgendwo eins. Ja, die man im Boden schießt, findet man wohl kaum wieder, ne? So, kann ich jetzt arbeiten hier oder was? Diese kleinen Drecksbiester, ey. Mal gucken, was die nächste Überraschung. Den habe ich falsch gesetzt, ja. Was jetzt die übernächste Überraschung hier wird, ne? Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich auch noch was vor. Eine Gitarre soll es sein, ne? Aber wenn wir hier die ganze Zeit gestört werden, wird es schwierig. Ach ja. So ist das mit denen, ne? Babys, die brauchen eben mehr Aufmerksamkeit. Das ist einfach ein Fakt, ne? So, das noch. Ja, noch ein bisschen in die Richtung gehend. Das wird eine große Verteidigungswall. Aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, ne? Nee, der war falsch, oder? So. Und da ist jetzt schon der nächste welche. Zu meinem Kelvin wehgetan. Du Penner, ey. Ach, die klettern mal einfach über den Zaun, ja. Ist auch. Jetzt reicht's mir aber hier mit dir, verdammt.
stirb. Ey, sag mal, bleib doch mal scheiße noch mal stehen und geh raus aus meinem Haus. Greif mich an und hau nicht immer ab. Mann. Hier hängen auch noch Pfeile, sehr gut. Ja, besser hier reinschießen, da finde ich sie besser wieder, als wenn ich irgendwie im Dings rumflatter, ne? Na, hast du dein Bein verletzt, ne? Sehr schön. So, meine Güte, hier ist ja wieder Action, ey. Kommst wieder nicht dazu, mal in Ruhe zu arbeiten hier, ne? Ach ja, der Hund, der kläfft schon wieder hier rum. So, ja, da wird's hier auf hier auch so gut. Die können drüber springen, wenn du keine Zacken in der Krone hast, ne? Das ist natürlich blöd. Da rennt der nächste rum, dann gibt's doch nicht. Können die mal irgendwie zu Hause bleiben? Mal Urlaub machen oder so? In Ruhe bauen ist nicht, aber der latscht weiter, den juck ich mich jetzt mal nicht für. So, hinter dem Turm her, ne? So heißt, zur nächsten Folge müssen wir auch wieder ordentlich Holz organisieren. Da brauchen wir das hier alles voll, oben die ganzen Körbe voll, so dass ich nur noch nachholen muss. Ja, und dann können wir ordentlich weiterbauen hier, weil das da oben muss ja auch alles noch zu. Und dann hoffe ich, dass wir noch irgendwie die Brücke hinkriegen. Das würde mich freuen. Aber bevor wir das jetzt hier alle rumfummeln, ja, kommt drauf an, wie viel Zeit wir hier noch brauchen, ob ich euch gleich den Weg mitnehme oder nicht. So, schauen wir mal. Ne, der passt nicht, oder doch? Doch, war doch richtig. Das war nur unser allseits beliebter Kelvin. Also ohne die Spitzen oben kannst du knicken, ne? Dann bringt der ganze Zaun nichts. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ja, finde ich schon. Finde ich schon wichtig. Ich meine, finde ich auch gut, dass man da so einen Unterschied macht, ne? So, das ist jetzt meine Base hier. Befriedetes Land. Ach, ich muss gucken mit den, ah, vielleicht muss ich da nochmal was umbauen, ne? Hier mit den Seilbahnen. Ja, da werde ich nochmal was umbauen müssen. Werde ich nochmal ein bisschen vorziehen müssen vor den Zaun, ne? Na gut, aber das ist ja das geringste Problem. Da gibt es ja wohl ein wesentlich schlimmeres. Ja. Definitiv. So, hä? Sieht manchmal so aus, als wenn der voll aus der Reihe tanzt, ne? Aber tut er nicht. Oh, danke. Was auch immer du mir gebracht hast, Lachsbären, dankeschön. Guck mal, da hinten kommt schon wieder einer, ey. Die laufen hier rum, als wären die hier zu Hause, du. Aber nicht mehr hier. So, ich glaube aber hier noch die zwei und dann ist gut gewesen, ne? Ja. Mal gucken. Die zwei noch und der Rest kommt da vorne hin. Sind ja nur noch vier Stück. Moinsen.
Heißt ja, einer, der dir vom Aussehen her ähnelt, der hat mir ganz am Anfang in die Fresse gehauen, ne? Das ist jetzt Pech gewesen. Da musst du nicht so aussehen wie der Typ, ey. Bestimmt ein Klon von dem oder so. Da war der Stein gespawnt, ne? So, jetzt machen wir noch ein paar Zacken in die Krone hier. Aber das ist cool gemacht, ne? Finde ich schon. Und du kriegst ganze Baumstämme wieder, wenn du ihn rausnimmst. Das finde ich noch geiler. Der repariert die dann quasi. Er klebt das Holz wieder an. Ne? Ey. Aber doch vom Bausystem haben sie es recht gut gemacht. Manchmal ein bisschen tricky. Ein paar Stellen kann man noch was verbessern oder dazu addieren, sag ich mal. Aber alles in allem kann man hier schon echt viel machen. Ne? Guck mal, dann können wir morgen früh los. Machen wir das eben fertig hier. Da muss ich hier noch schöne Lichtershow machen. Auf meinem Grundstück hier. Alles gut beleuchten. Mit Standfeuern, Schädellampen, Glühbirnen, alles was. What the heck? Rein die zum Schlafen, ja? So, guck mal. Die sind bestimmt knatschig, dass ich mir hier jetzt gerade den Zaun baue, ne? Das wollen die nicht so gern. So eine Birne möchte ich wohl noch auf dem Balkon haben, ne? So zwei so Glühbirnen. Ach guck mal, da können wir noch eben pennen gehen, oder? Ja, lass mal schlafen. Einmal speichern, natürlich. Bin ja jetzt so weit gekommen. So, ja, guck mal. Dann gehe ich gleich wohl ohne euch rüber, sonst klappt es zeitlich hier nicht mehr, ne? Aha. Na, die regelt schon. Dann gehen wir nochmal durch das Camp da, durch den Wellness-Tempel durch, aber schnurstracks zur Gitarre, würde ich sagen. Auch wenn da noch wieder Mutanten sind, weil ich denke schon, weil zum Beispiel in der Höhle, hüpsa, wo es, was gab es denn da in der ersten Höhle, wo es die Schaufel, glaube ich, gab, ne? Ja, da wo es die Schaufel gab, genau. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, sind doch wieder Mutanten da, obwohl ich welche töte, jedes Mal. Und trotzdem ist wieder immer wieder ein oder zwei Mutanten vorne am Anfang da. Und von daher denke ich einfach, das geht nicht ums Vergessen, sondern das spawnen einfach auch welche nach. Nicht mehr alle, aber einige. Das habe ich so im Gefühl. Ey. Zack. So eine lange Wall, Alter. Das. Aber viel, viel schneller aufgebaut. Oder sehr, sehr schnell aufgebaut eigentlich, ne? Finde ich schon. Ja, mega geil. Ich esse und trinke was. Ich hoffe, das kommt jetzt auch mal mit einem der Updates, dass man auch Schaden erleidet, wenn man nichts isst und nichts trinkt. Das hätte ich schon mal was, ne? So, ich nehme mir zwei Fische und ein Stück Fleisch nehme ich mir noch für unterwegs mit. So, erstmal Fisch und Fleisch. Das ist ein sehr gesundes Frühstück, sehr nahrhaft, sehr ergiebig. Ich glaube, jetzt müsste es auch bald Winter sein wieder.
Ja, der hier gestern schon den ganzen Korb voll Blätter hier. Das heißt, wir haben schon mal Herbst. Ja, und ich denke, das dauert nicht mehr lange bis zum Winter. So, eben noch den Fisch geholt hier. Ach, die sind auch schon alle wieder rotten, ne? Nee. Ach, scheiße. Wieso bin ich denn voll mit Fisch? Ach so, der hat noch zwei. Der hat schon zwei gesammelt gehabt. Ja, ein paar waren rotten. Einer, hä? Gerade waren sie doch beide noch nicht rotten. Oh, ärgerlich, ey. Wie schnell die immer so verrotten, ne? Hier sind jetzt auch alle rotten. Ne, der war noch gut. Dann mal gucken, dass ich den hier auch noch dran kriege. Bevor der mir verrottet. So, sehr schön. Immer wieder dasselbe, ne? Ach, guck mal, da hängt auch noch ein Pfeil fest. Hallo? Da. Gut, gut. Guck mal, hier kann ich kaputt hauen. Ja, hier müssen wir nochmal gucken. Das mache ich auch nochmal irgendwann. So, dann gehe ich jetzt rüber zum Dings. Holt euch gleich dabei. So, da sind wir dann angekommen, ne? Hier wahrscheinlich schnell machen, aber hier ist auch gerade keiner. Gut, dann gehen wir mal die Gitarre holen, wa? Jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Ja, du hältst die Klappe. Da. Zum Glück kommen die hier nicht runter, ne? Komm, gib mal Taschenlampe. So, ich wollte noch eben ein paar Pfeile drucken hier. Ach, guck, hier gibt es noch mal diesen Aufsatz, Schalldämpfer. Oh, cool. Den kann ich doch bestimmt noch woanders drauf machen, ne? Essen, Trinken technisch aus. Guck mal noch welche. War hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich könnte hier nochmal eben speichern. Ja. So, Drucker ist auch fertig. Sehr schön. Halt, kann ich nochmal welche drucken? Cool. Dann machen wir das doch. Ihr frisst das noch eben. Nein, kein rohes Fleisch, du Idiot. Das solltest du essen. Ah. Gut, dass es noch keine Lebensmittelvergiftung hier gibt. So, Pfeile haben wir genug. Dann geht's weiter hier, ne? Warte mal, wo ging's denn hier dann weiter? War das nicht hier? Muss doch. Doch, das muss ja hier gewesen sein, hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Es war doch hier, oder nicht? Ist ja anscheinend nicht, ne? Ach, Quatsch. Das bin ich doch doof. Das war in unserem ersten Raum. Ja, 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 ja. Okay, dann hole ich euch gleich nochmal dabei. Ich war an der falschen Stelle. Na toll. Das war ja da. Ach, ja, 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 ja. In dem Wellness-Tempel, ne? Ja, genau. Okay, wir gehen noch eben gemeinsam hier raus und dann schneide ich euch eben wieder raus bis an die Stelle. Ach, das war wieder klug. Da sind wir schon. Dachte, wir müssten weiter rein. So, und hier hat der Schawum gesagt, am Tresen läge eine Gitarre.
Jetzt gucken wir dann noch mal hier ein bisschen um. Ach du Scheiße, ey, wie viel Kohle hier ist. Alter, voll der Club, ey. War das letzte Mal auch schon. So, hier auf der Theke oder was? Ah, guck mal. Hier ist die Gitarre. Jo, nächste Karriere Rockstar. Das ist eine Waffe oder was? Ja. So, was habe ich denn dann hier am Tresen noch vergessen beim letzten Mal? Hier war aber auch drin. Ah ja. Ja, ja, hier war auch so ein Drucker oder was, ne? Nee. Oh, Muni. Noch mehr Muni. Nehme ich doch mit. Wenn wir schon hier sind, ne? Da haben wir genug von. Ich muss mal noch ein neues Regal aufbauen, mit dem ich dann mal wieder loslegen kann. Ja, ne, dann haben wir die Gitarre. Mehr wollte ich hier gar nicht. Pfeile hatte ich mir jetzt in dem anderen Ding gedruckt. Gucken, hier im Nachtclub gab es aber auch nichts mehr, ne? Nö. Hier gab es nichts mehr Besonderes. Wir gehen jetzt hier aber nicht ganz durch, oder? Ne, ne. Wir gehen jetzt gemeinsam wieder raus Richtung Home. Oder ich mache ein bisschen früher Schluss heute. Mal gucken. Ja, weil hier ist ja eh nichts mehr los und hier waren wir ja schon. Ich wollte nur die Gitarre haben, ne? Das war alles. Wäre ich beim Bauen nicht so gestört worden und hätte, hätte ich mich nicht noch verlaufen, hätten wir hier vielleicht eine ruhige Runde hingemacht. Aber so war das jetzt natürlich alles wieder vom Schicksal geprägt. So, hier waren nämlich auch überhaupt keine Feinde mehr, ne? Nö. Hier war gar nichts mehr. Könnt noch mal gucken, ob hier in dem einen Glaskasten noch ein bisschen Loot liegt. Muss ich nur noch mal gucken, wie es hier reinging. Hier war es. Ein bisschen Stoff gab es hier noch. Getränke hätte ich sowieso alles voll. Nö. Nö, dann haben wir hier jetzt auch alles rausgeholt, was rauszuholen ging. Ist dann auf einmal hell hier. Ich fände es cool, wenn man hier jetzt noch irgendwie was wegsprengen könnte oder so. Um dann in einen weiteren Bereich zu kommen. Also wie in dem alten Forest mit Wegsprengen war bisher noch nichts, ne? Außer diesen Zombie. Aber, also diesen komischen Fettschwabbel-Dings-da-Zombie. Ja, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg nach Hause, speichere hier nochmal und hole euch dann wieder dabei, wenn es weitergeht mit Bauen. Also ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch gerne. Würde ich mich sehr darüber freuen, genauso wie über eure Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.